Ja, der ist über Rot jetzt gerade abgebogen. Deswegen, die Ampel war rot und er ist reingefahren, ist halt rechts rüber, ne? We drive with the car. I'm here. If I'm with you, you calm down now. I'm here. Holy fuck. Dann kam der Nachbar runter und der hat zu mir gesagt irgendwie, ja, wenn jetzt hier nicht gleich Ruhe ist, hier schläft ein kleines Kind, dann schlage ich dir die Fresse ein und dann hole ich die Bullen. Vier Schuss. Von außen jetzt auch nicht für uns oder auch für andere jetzt nicht ersichtlich, dass das eine Schreckschusswaffe ist. Ja. Erstmal ist das für jeden eine echte und dementsprechend würden wir und andere auch so sich verhalten. St. Georg, 6 Uhr früh. Herzstück des Hamburger Stadtteils, der Hauptbahnhof. Einer der meistfrequentierten und gefährlichsten Bahnhöfe Europas. Schichtbeginn für Susi und Lukas vom Polizeikommissariat 11. Moin. Moin. Ihr wollt hier nicht konsumieren, ne? Nein. Wir haben nichts. Und auch nichts kaufen hier? Ich will nichts. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Morgens ist hier tatsächlich echt viel los. Personen, die halt schwerst drogenabhängig sind, weil aber auch am Drop-In unserer Drogenhilfseinrichtung wird einmal komplett sauber gemacht. Dadurch müssen die einmal runter und die meisten verziehen sich dann hier in den Steindamm. Deshalb ist hier unwahrscheinlich viel, ja, ich sag mal, Konsumentenverkehr. Ein Großteil St. Georgs gilt als gefährlicher Ort. So dürfen Susi und Lukas hier jeden kontrollieren, der ein gefahrenbegründetes Verhalten in Bezug auf Drogen an den Tag legt. Ja, genau. Mal gucken. Ja, das war eine ganz dumme Idee, ne? Ja? Lass die Sachen da liegen. Guten Morgen. Das ist unfassbar. Hallo. Einmal wach werden, Polizei ist da. Los, gib die Hände her. So, beweg dich ein bisschen, ja? Dann wird dir warm. Okay? Alles klar. Tschüss. Guten Morgen. Morgen. Wenn sie nicht gerade voll sind, sollte man reingucken, weil auch hier drin wird gerne geschlafen. Weil es ist schön warm, das Papier hält warm, also der Karton. Und bevor die Müllfresse kommt, holen wir sie lieber raus. Guten Morgen. Alles gut? Ja. Ja? Wärmt sich ein bisschen auf? Ja. Okay, aber nicht einschlafen dabei, ja? Nein, nicht. Das ist unser täglich Brot hier, die Leute zu wecken. Das auch gerade diese Örtlichkeiten hier, diese Gitter, also hier kommt schön warme Luft raus. Und die Winternotprogramme, die haben seit Anfang April haben die ja geschlossen, die haben nichts mehr. Sie suchen halt Schutz und da bietet sich halt, hier wo warme Luft rauskommt, das bietet sich halt an. Patrouille Hauptbahnhof. Eine Straße weiter vor der Tür eines Mehrfamilienhauses. Okay. Guten Morgen, die Polizei, nicht erschrecken, nicht erschrecken. Alles gut? Sind da auch noch Spritzen? Offener. So, los, einmal hoch, du kannst hier nicht sitzen bleiben. Kannst du einmal ganz kurz zuhören? Sind das deine Spritzen hier? Ja. Nimmst du die bitte mit? Ja. Okay. Hier ist noch eine Hülle für deine Spritze da drüben. Die ist noch offen. Genau. Und da liegt noch Geld. Ne? Hier ist eine offene Spritze. Mit 32.000 Wohnungslosen ist Hamburg bundesweit Spitze. Dann kommst du so langsam in Gang. Komm. Patrouille. Nach der Wegrunde haben die Beamten vor allem Dealer und Drogenkonsumenten im Visier. Moin. Moin. Erstmal Hände zeigen. Ausweis dabei? Also bist beschuldigt am Strafverfahren, Besitz von Betäubungsmitteln, kannst dich dazu äußern, musst du aber nicht, kannst ja auch einen Anwalt dazu nehmen. Also gar nichts dabei, wo dein Name draufsteht. Hast du einen zweiten Vornamen? Ja, da ist er noch. Wo bist du geboren? Alles klar. Der junge Skater hat Crack in seiner Pfeife geraucht. Susi überprüft die Personalien. Los geht's. Aufenthaltsverbot bis morgen früh, 6.59 Uhr, ne? Hannover. Mit einem zivilen Einsatzwagen jagt die Polizei Autoposer. Ein roter Golf, viel zu laut. Na, wo ist der denn? Da vorne wallert der lang. Die Beamten stellen fest, der Golf hat seit mehr als einem Jahr keinen TÜV mehr. Der wird ja auf jeden Fall in der Kontrolle haben, weil auch HU, erhebliche Mängel, ist durchgefallen. Bremsbeläge, CO-Gehalt, Lambda bei erhöhter Leerlaufdrehzahl nicht in Ordnung. Also alles, was so ein bisschen auch Richtung Lautstärke geht. Die Beamten Christian und Miklas halten den Golffahrer an. Und ist der abgelaufene TÜV.
Ne? Der ist ja schon Anfang letzten Jahres fällig, klar. Und Sie fahren augenscheinlich ja jetzt immer noch mit dem Auto so rum. So funktioniert das natürlich nicht. Der Golf ist getuned. Die Beamten wollen kontrollieren, ob alle Veränderungen im Fahrzeugbrief eingetragen sind. Was war denn letztes Jahr in Großburg-Wedel los? Da wurden sie auch schon mal kontrolliert. Ja, genau. Das waren die Sachen, wo ich dann halt die illegalen Modifikationen definitiv entfernt habe. Die Spurplatten, die auch noch mit drin stehen dürfen. Okay, gut. Genau. Ja, okay. Ja. Also dieses Auto ist hochgeschraubt. Fahrwerk ist noch drin, aber halt jetzt in der richtigen Höhe. Distanzscheiben haben sie rausgenommen und den Spoiler auch. Genau. Und das ist der da hinten drin liegt wahrscheinlich, ja, ne? Ja, genau. Okay, mhm. Alles klar. Niklas kontrolliert, ob das Fahrwerk ordnungsgemäß eingestellt ist. Das ist ein Gewindefahrwerk, das heißt, das kann man verdrehen und dadurch wird das Fahrzeug entweder höher oder tiefer. Und wenn er es wirklich nach ganz unten tief schrauben würde, könnte es passieren, dass die Reifen gerade beim Lenkeinschlag hier schleifen würden und dann hätte man entsprechend hier Schleifspuren. Das ist gefährlich, gerade wenn die Reifen beschädigt werden und dann bei höheren Geschwindigkeiten. Das Fahrwerk ist in Ordnung. Der Fahrer sagt, er sei den Golf nur ausnahmsweise gefahren. Wenn ich das so sagen darf, weiß man, man ist Staatsfeind Nummer 1. Also es fühlt sich mittlerweile leider wirklich oftmals so an. Ich habe, wie gesagt, mein anderes Auto, da interessiert das keine Sau. Das Auto ist alt genug. Aber das ist halt dieses typische Auto, wo absichtlich viel Schindluder getrieben wird. Ne? Und dann muss man sich irgendwann leider einfach darauf einstellen, dass man auch öfter mal kontrolliert und angehalten wird. Ne? Der Grund für den lauten Auspuff, ein Defekt, sagt der Fahrer. Es gibt Autos, die sind schön laut und es gibt Autos, die sind nervig laut und das finde ich aktuell selber nervig. Okay, da sprechen wir eine Sprache, das ist schon mal gut. Wie gesagt, ich wollte es heute ändern, es ist nur nicht mehr dazu gekommen. Okay. Aber vor dem Wochenende in jedem Fall noch. Bezüglich der TÜV-Geschichte gibt es halt nochmal Post, okay? Ja. Gut. Die Beamten erkennen keine Gefährdung durch den Golf, er darf weiterfahren. Der abgelaufene TÜV kostet den Tuner 75 Euro und einen Punkt. Er wird vielleicht auch nicht so begeistert gewesen sein, aber er hat zumindest uns gegenüber nicht so ausgestrahlt. Ist auch sehr höflich geblieben, die ganze Zeit respektvoll. Was wir von dem anderen Klientel, was Bereich Pose angeht, nicht unbedingt immer behaupten können. In der Innenstadt von Hannover. Das wird auf jeden Fall was für uns. Ja. Aufheulender Motor. Klassisches Poserverhalten, sagen die Beamten. Biegt rechts über Rot ab. Über Rot? Ja, der ist über Rot jetzt gerade abgebogen. Deswegen, die Ampel war rot und er ist reingefahren, ist halt rechts rüber, ne? Da vorne. Rechte Spur, ne? Ist das? Ja, der weiße. Ja, deswegen, das sind abgebogen beide. Das ist aber rund, jetzt sind wir da. Ich mach mal GoPro an. Ein Waldgebiet in Husum, Schleswig-Holstein. Zweimal mit einem Freischneider und noch zwei daneben, falls einer umkippt. Vier Leute. Die Einsatzhundertschaft aus Eutin sucht heute eine vermisste Person. Wir haben heute vor, in einem vermissten Fall, dieses Waldstück, genannt Mauseberge oder Rödemisfeld, noch mal zu durchsuchen. Das grenzt an einen Bahngleis, Bahnhof Husum, und im linken Bereich an das Gleisbett. Zugrunde liegt ein Verfahren, ein vermissten Fall, Enrico Cordes, vermisst seit 30.01.2020. Wohnhaft in Winnert, nicht unweit von hier. Letzte Sichtung ist gewesen hier am Bahnhof Husum und seitdem verschwindet er von der Bildfläche. Wir vermuten Zusammenhang hier mit diesem Gelände. Dementsprechend ist heute Zielrichtung Auffinden möglicherweise dieser Person. Lea und Robin sind im technischen Zug. Eine von fünf verschiedenen Einheiten der Hundertschaft. Der technische Zug öffnet Schlösser und Tresore, ermittelt Brandursachen, beseitigt Barrikaden oder durchsucht, wie heute, Gebiete nach Gegenständen oder Personen. Wir bereiten jetzt vor, weil ein Teil von uns geht da in so einen eher sehr bewachsenen Bereich, wo auch sehr viel Wasser steht. Dafür haben wir die Warthosen bereitgelegt, dass wir nicht nass werden, und die Freischneider mit dem Messer drin, dass wir da freischneiden können, dass wir überhaupt eine Chance haben, da irgendwas zu finden. Ja. Heute sind 10 Beamte der Bereitschaftspolizei im Einsatz. Oh, stark gegangen. Die Polizeikette bildet eine geschlossene Linie. Das Gebiet heute unwegsam. An dem Weg direkt umschlagen. Lea markiert den Weg, den sie bereits durchsucht haben. Wir haben umgeschlagen und deswegen, ich gehe jetzt quasi meinen Weg zurück.
Damit ich den auch genau wieder finde, laufe ich immer von einem Papier zum nächsten Papier, damit wir nichts auslassen. Die vermisste Person wurde zuletzt am Husumer Bahnhof gesehen. Das Waldstück liegt auf seinem Weg nach Hause. Der erste Fund, vermutlich ein aufgegebenes Lager. Das ist für uns auch der interessanteste Bereich gewesen, ja. Hier vorne. Wir nehmen das mit dem Freischneider auch komplett perfekt. Runter. Genau. Weil das deutet ja doch darauf hin, dass hier jemand irgendwo sich aufgehalten zumindest hat. Zumindest Bewegung und Aktivität haben genau. Wir auf jeden Fall. Ja. Das ist eine Matratze, das sind Klamotten oder was? Das ist irgendwie so ein Zelt. Eine Plane. Zeltplane, irgendwas in der Art? Ja. Genau. Sieht tatsächlich so aus, als wenn hier jemand auch gehüllt hat. Also ja, ja. Hat. Ja, ja. 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 Okay. Wir haben gewisse Dinge, nach denen wir gucken. Da habe ich gerade nachgesehen. Markante Bekleidungsgegenstände, klar. Baumwolle löst sich auf. Aber es gibt Schuhe, die getragen wurden. Die Suche nach einer vermissten Person ist für die Hundertschaft nur eines von vielen Einsatzgebieten. Der nächste Fund. Ein Schuh. Zuletzt getragen von der vermissten Person. 44. Rund 150 Beamte des Polizeihauptreviers und des Kriminalkommissariats sorgen in der Hansestadt Stralsund für Ordnung und Sicherheit. Streifenpolizist Christoph Auerbach, seine Kollegen Tim Poddich und Hans Hartung stehen ohne Vorankündigung vor der Wohnungstür einer Stralsunderin. Die junge Frau hat eine Ordnungswidrigkeit noch immer nicht vollständig bezahlt. Ich kann aber nicht wechseln. Ich würde jetzt hier die 40,50 und dann einen Teil der Kosten damit begleichen. Der Stralsunderin droht eine eintägige Haftstrafe. Sie zahlt prompt. Bis die Beamten aber persönlich auftauchen, sind schon einige Mahnungen bei den Beschuldigten eingetrudelt. Neulich hatten wir bei einem, der meinte dann ja, bei ihm zu Hause gab es einen Todesfall in der Familie, war dann eine schlechte Zeit und hatte keinen Nerv, jetzt sich so drum zu kümmern. Und er brauchte auch ein bisschen, er brauchte das jetzt so, dieses Ultimatum, entweder er zahlt jetzt bei uns oder er fährt in die Haft ein. Und war dann auch eigentlich ganz glücklich, dass es dann damit abgetan war, dass er dann uns so als, ja so, den Druck brauchte er, hat dann bezahlt und dann war es auch in Ordnung. Sind ja trotzdem keine schlechten Menschen. Rechte Hand. Lenkrad, Tippbewegung, Daumen. Und als Beifang geht Ihnen direkt eine Handysünderin ins Netz. Also erstmal achtest du darauf, was du da wirklich wahrnimmst, an was sie da macht mit diesem Mobiltelefon, weil sie muss es auch wirklich bedienen. Und jetzt konnte man wirklich sehr gut sehen, dadurch, dass sie ein bisschen höher sitzt, dass sie in der rechten Hand das Handy hielt und es mit dem Daumen der rechten Hand auch bedient hat. Die Zulassung bräuchte ich dann nochmal. Ich habe es tatsächlich in der Hand gehabt, weil ich gerade geguckt habe, wo ich lang muss. Die Hamburgerin ist mit einem Miettransporter in Stralsund unterwegs, kennt sich hier nicht aus. Tatsächlich, also hier. Und dann habe ich es quasi eben in der Hand gehabt und wieder versucht ranzuklemmen, weil ich, wie gesagt, mein Navi hier habe. Gib mir einmal die Dokumente wieder. Danke. Dann viel Erfolg. Danke. Alles Gute. Schönes und Wochenende noch. Ja, danke Ihnen auch. Ciao. Kosten 100 Euro und einen Punkt in Flensburg gibt es obendrauf. Planen lässt sich so eine Schicht in der Hansestadt nie. Die Beamten Poddich, Hartung und Auerbach werden kurze Zeit später zu einer Auseinandersetzung ins Stadtgebiet Grünhufe gerufen. Eine Frau soll hier von ihrem Nachbarn bedroht worden sein. Als Zeugin im Strafverfahren müssen Sie Wahrheit sagen, müssen sich selber nicht belasten. Doch als die Beamten eintreffen, ist der Streit schon vorbei. Ja. Dann kam der Nachbar runter und der hat zu mir gesagt, irgendwie, ja, wenn jetzt hier nicht gleich Ruhe ist, hier schläft ein kleines Kind, dann schlage ich dir die Fresse ein und dann hole ich die Bullen. Täglich rücken die Beamten in Stralsund zu solchen Einsätzen aus. Jetzt heißt es, alle Seiten anhören, getrennt voneinander. Die Polizisten wollen nun einen weiteren Mieter in dem Haus befragen, der den Streit mitbekommen haben soll. Ist runtergegangen, hat sie angebrüllt wie ein Verrückter, ne? Mhm. Und hat da rumgeschrien. Und ich weiß noch nicht, was zwischen denen gewesen ist. Kann ich jetzt beschagen. Und was er zu ihr gesagt hat, haben Sie das genau mitbekommen? Nee, habe ich nicht mitbekommen. Okay, gut. Danke. Ihnen noch einen schönen Tag, ne? Ja, danke schön. Tschüss. Die Beamten wollen nun den Beschuldigten nebenan dazuhören. Hier soll es einen Mann in der Wohnung geben, der ist irgendwie tätowiert oder so. Vorhin gab es eine Auseinandersetzung hier im Flur. Der Mensch, der soll aus Ihrer Wohnung gekommen. Aus meiner Wohnung?
Ich war bis eben noch bei meiner Tochter. Na, aber zwei Nachbarn haben uns so gesagt, dass derjenige, der vorhin an der Auseinandersetzung hier beteiligt war, aus ihrer Wohnung gekommen. Zurück in Hannover bei den Spezialisten für Autoposer und Tuner. Ein weißes Cabrio fällt ihnen auf. Deswegen, das sind abgebogen beide. Jetzt haben wir runter, jetzt sind wir wieder da. Ich mach mal GoPro an, Kamera läuft. Christian und Niklas protokollieren das Fahrverhalten mit einer Kamera. So, gerade nach links gezogen wieder. Bleib mal links. Wir befinden uns auf der Fahrenwalderstadt auswärts, vorausfahrend ein Mercedes in weiß. Macht immer wieder links-rechts-Fahrmanöver. Haar aufgefallen in der Herschelstraße durch starkes Beschleunigen und deutliche Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Mittleren Spur. Ja, ist echt schwierig dran zu bleiben. Wenn er wieder fährt, der wird gleich Gas geben wahrscheinlich. Ja. Vielleicht hören wir es. Gucken, was passiert. Ampel springt um. Biegt ab, oder? Warte, ja. Ja, biegt, ja, biegt ab. Biegt ab. Ja, da ist er. Starkes Abstellen noch trotz Vorfahrtsverstoß. Setz dich mal daneben, dann können wir uns hier rechts, das ist ein Parkplatz. Ja. Moin! Fahren Sie mal vor, rechts an der Ampel und dann wieder rechts auf dem Parkplatz für eine Verkehrskontrolle. Dankeschön. Fahren Sie vor. Okay. Grund des Anhaltens, Ihre Fahrweise. Sie sind uns aufgefallen, kurz vor der Herschelstraße. Da haben sie einmal schön Gas gegeben. Fahren wir der Straße, immer wieder links, rechts, überholen, stark beschleunigen und so weiter. Und, spreche ich auch gleich nochmal an, Thema verbotene Kraftfahrzeugrennen. Haben Sie da schon was von gehört? Also, was man nicht machen darf, aber nicht, dass ich wüsste, ich gerade drin gemacht habe. Das Verhalten, noch vielleicht 10% mehr. Und dann hätten wir schon drüber nachdenken können, ob wir nicht vielleicht mal einleiten. Ne? Okay. Dann ist der Führerschein erstmal weg. Ich weiß nicht, ob Sie das wollen. Nein. Okay. Aber ich wollte jetzt nicht extra pausen oder keine Ahnung. Das war jetzt nicht meine Absicht, irgendwie jetzt einen Tuning-Treff da zu veranstalten oder so. Aber also ganz normal durch die Stadt gefahren, sag ich mal. So, Alter. Das heißt, ich so besorgt, erst nachgeklebt wurde da hinten, ne, beim C63. Guck mal, wie schreck das auch ist, das C. Ist aber, na, es ist ein C43, kein C63. Der Modellname am Heck ist manipuliert. Der Wagen wird so etwa 20.000 Euro teurer. Ja, war wieder das typische Verhalten. Dieses Poserverhalten, starkes Beschleunigen, passt auch zu dem Auto. Ein C43 AMG, hinten draufgeklebt C63S. Das heißt, das Fahrzeug noch mal ein bisschen protziger darstellen. Und das passt einfach zu der Fahrweise und genau deswegen ahnen wir das. Meine Frage, C43 oder C63? 43. Offen, ich will es aber nicht reinschütten. Bitte? Ich hab's ah, schon so gekauft, nicht selber aufgeklebt? Nein, na, alles klar. Ja. Gut gesehen. Also für Sie, ich werde eine Anzeige schreiben. Ja, einmal wegen Lärmbelästigung, der sogenannte Poser-Verstoß. Fahren Sie ein bisschen entspannter. Ja. Gut, danke. Schönen Abend. 80 Euro kostet den Fahrer das laute Anfahren. Was die Polizisten noch nicht wissen, schon bald gibt es ein Wiedersehen. Bei der Einsatzhundertschaft aus Schleswig-Holstein geht die Suche nach der vermissten Person weiter. Er hatte auch deutlich kleinere Füße. Von daher alles gut. Das ist mir auch zu dicht am Wegrand. Das passt. Der Schuh gehört nicht zur vermissten Person. Die Hundertschaft wird auch Bereitschaftspolizei genannt. Bei Bedarf unterstützt sie die Beamten vor Ort. Vom Eindringen in Gebäude bis zur Suche nach Spreng- und Brandsätzen. Teil des technischen Zuges ist auch die Taucherstaffel, zu der Robin gehört. Die Kriminalpolizei, die hier für den Bereich hier zuständig ist, hat uns angefordert, weil das zum einen ein größeres Gebiet ist und eben auch nicht jeder Polizist hat jetzt einen Freischneider. Privat vielleicht schon, aber das ist natürlich ein dienstlicher Zweck. Und bei sowas sind wir immer im Boot, um dann eben den Weg zu ebnen, um das dann auch ordentlich durchsuchen zu können. Durchsucht werden heute von Robin noch zwei kleine Gewässer. Dafür braucht er den wasserdichten Trockenanzug. Wenn du diesen Bereich, dieses stehenden Wassers, einmal abtasten kannst, ja, irgendwelche festen Gegenstände,
Stacheldraht unter Wasser lässt Robin nur langsam vorankommen. Nichts drin. Weicher Boden, ein paar alte Holzpfähle hier vom jeweiligen Zaun. Bisschen Stacheldraht, Äste oder sonst nichts. Wir fahren mit dem Gedanken her, wir finden was. Natürlich, irgendwann denken wir auch so, oh, es wird immer weniger. Aber eigentlich denken wir zum Schluss, ja, in der letzten Ecke könnte immer noch was liegen. Ne? Um eventuell einen Tatverdächtigen, das Beweismittel zu finden, um den Tatverdächtigen dann tatsächlich festnehmen zu können. Das sind meistens tatsächlich nur Kleinigkeiten. Wir haben auch einen Fall, wo wir einfach nur einen Schlüssel suchen, der dann tatsächlich den Beschuldigten überführen könnte. Und deswegen ist schon wichtig, auch so eine Kleinigkeit mal wieder zu finden, ja. Leichenspürhunde werden am nächsten Tag das Gebiet nochmal absuchen. Auch sie finden nichts. Wir geben immer unser Bestes. Und jetzt zumindest da im Wasser, wo ich war, kann ich sagen, da war nichts. Also alles, was hart war, habe ich rausgeholt, waren nur Äste, keine Knochen. Und den Wald haben die Kollegen ja auch ganz gut durchsucht. Also ja, ist natürlich schön, auch befriedigend für uns, wenn wir mal was finden. Es sind immer noch Vermutungen darüber suchen, dass da auch was sein könnte. Tolle Arbeit, wirklich zackig und wirklich gut. Vielen Dank für deinen Einsatz, bewundernswert. Ist zwar nicht der Erfolg, den wir uns gewünscht hätten, aber wir gucken auch mal drauf. Ja, alles klar, dann kommt gut nach Hause. Bis zum Jahr. Noch immer sind die Beamten in Stralsund in Sachen Nachbarschaftsstreit unterwegs und suchen nach dem Beschuldigten. Die Mieterin der Wohnung gibt sich ahnungslos. Lässt die Beamten auch nicht rein. Deshalb fragen sie noch mal beim Nachbarn nach. Wie sieht denn der Mann aus? Aus der Wohnung? Ja. Und heute haben Sie ihn auch gesehen? Ja. Und da kam er aus dieser Wohnung? Ja. Okay. Du hast uns weitergeholfen. Vielen Dank. Ja, danke, Herr Trunk. Okay. Die Beamten nehmen eine Anzeige auf wegen Nötigung. Einen Tatverdächtigen haben sie aber nicht. Ich kann nachher noch mal recherchieren, ob in der Vergangenheit, ob sie vielleicht schon mal angetroffen wurde mit männlichen Personen oder es irgendwo mal verschriftet ist hier, das ist ihr Partner. Dann könnte man das noch mal abgleichen mit der Personenbeschreibung. Und ansonsten muss das in der Vorladung erfolgen, also dass man da dann noch mal nachermittelt. Ich wollte die Jugendlichen sehen, die hier Richtung Parkhaus wollten und sich dann dagegen entschieden haben und dann weitergelaufen sind. Für die Beamten geht es ohne konkreten Auftrag in die Altstadt. Das Parkhaus ist eines ihrer Schwerpunkte. Ein Treff für Jugendliche. Den Streifenpolizisten fallen zwei Teenager auf, die hier aber wohl eher zufällig vorbeigekommen sind. Ihr seid nett. Ich werde mal sehen, was da ist. Dennoch gucken sich die Beamten hier weiter um. Das Parkhaus ist immer wieder auch Versteck für Betäubungsmittel. Hier haben sie schon öfter was gefunden. Oh, das gibt's ja gar nicht. Das ist ein Fuchs. Ist geladen. Ja. Schreckschuss. Aber eine geladene. Ein Colt. 4 Schuss. Und ein Raubüberfall. Vor allem dafür ist ja von außen jetzt auch nicht für uns oder auch für andere jetzt nicht ersichtlich, dass das eine Schreckschusswaffe ist. Ja. Erstmal ist das für jeden erstmal eine echte. Und dementsprechend würden wir und andere auch so sich verhalten. Hans, ich bin richtig stolz auf dich. Danke. Ja. Wir haben ja vorher noch gesagt, ach Hans ins Fernsehen, naja, ob das so gut ist. Für die Beamten Auerbach, Hartung und Poddig geht es mit ihrem Fund erst einmal zurück ins Polizeihauptrevier. Und dann lag da drunter. Unterm Stein. Genau. Versteckt. Die Waffe gibt den Beamten dennoch Rätsel auf. Wer hat die geladene Schreckschusspistole am Parkhaus deponiert und wofür? Ihr Zufallsfund landet erst einmal in der Asservatenkammer. Wir werden die Waffenbehörde dafür nochmal informieren oder verständigen. Und dann muss versucht werden, einen neuen Besitzer zu ermitteln. Doch das wird wohl schwierig. Viele Schreckschusswaffen sind frei verkäuflich und auch nicht registrierungspflichtig. Ich ja nicht so sehr. Hamburg,
Der Stadtteil St. Georg rund um den Hauptbahnhof umfasst knapp 2 Quadratkilometer. Er ist das Revier von Susi und Lukas. Die Beamten machen 20.000 Schritte pro Schicht. Auf der Spur von Dealern, Randalierern und Hilfsbedürftigen. Schöner Mief entgegen. Uringestank. Einmal kurz wach werden und dann müssen Sie ja mal aufstehen. Hopp. Ja, es klappt doch gut. Wenn wir Sie jetzt loslassen, können Sie dann stehen oder fallen Sie um? Wir versuchen es mal, ja? Wir gucken mal. Okay, los. Komm hier. Gut, das ist ein RTW. Ja. Schritt zurück, Schritt zurück. Genau, setz uns einmal hin hier. Wir rufen ja jetzt einmal einen Rettungswagen, ja? Einmal männlich, volltrunken, leider nicht mehr geh- und stehfähig. Der Mann ist Diabetiker, stark alkoholisiert und hat Spuren von Heroin im Blut. Die Sanitäter stellen einen Blutzuckerspiegel von rund 500 Milligramm fest. Ab 600 droht akute Lebensgefahr. Es brennt mir jetzt nicht auf der Seele zu wissen, was steckt dahinter. Irgendwo muss man abschalten können und ich habe da für mich die Grenze gezogen, abgearbeitet, weiter geht's. Also in der Situation guckt man natürlich, dass man den Menschen helfen kann. Dafür ist man auch Polizist geworden. Aber genau wie Susi nehme ich das nicht mit nach Hause. Also dafür sieht man das hier zu viel und daran würde ich selber auch zerbrechen, wenn ich das alles mit nach Hause nehmen würde. Eine Stunde später. In einer Nebenstraße stellen Susi und Lukas einen Wildpinkler auf frischer Tat. Tut das Not? Ausweis dabei? Bleiben Sie mal bitte stehen. Der Mann hat weder seinen Ausweis dabei, noch sagt er seinen Namen. Dritte Option, Fingerabdrücke über das Diensthandy. Do you have anything in your pockets here? Nothing with your name on it? Über unser Arbeitsgerät können wir Fingerabdrücke nehmen und die eigentlich vor Ort feststellen. Aber dieses Gerät sagt uns einfach, dass er keine Treffer hat. Vielleicht hat er noch nie Fingerabdrücke abgegeben. Müssen wir gleich mal drinnen gucken. Hier, Susi. Hallihallo. Wir bräuchten mal den F20 für den Transport einer Person. Perfekt. Der Beschuldigte soll mit auf die Wache, will aber lieber gehen. No, wait. We drive with the car. If I would, yeah. You calm down now. Oh yeah. Holy fuck. Give me your sleeping bag. We will get it back. Hey, was Hör auf. Wild pinkeln kostet in Hamburg 50 bis 1000 Euro. Da der Beschuldigte sich nicht ausweisen kann, muss er mit auf die Wache. Hier wollen Susi und Lukas herausfinden, wer der Mann eigentlich ist. Das Problem ist, dass entweder seine Fingerkuppen schon so kaputt sind oder er die selber kaputt gemacht hat oder auch dreckig sind, dass wir ihn einmal die Hände säubern müssen, ihn hier einmal einfetten müssen und versuchen dann die Identität mittels, das nennt sich Fast-ID, dieses Gerät, hoffentlich feststellen zu können. Wenig später ist klar, der Mann hat in Italien einen Aufenthaltstitel. Doch der ist abgelaufen. Er soll sich bei der Hamburger Ausländerbehörde melden. Mehr können die Beamten nicht tun. Der Beschuldigte kommt aus einem nicht sicheren Herkunftsland, kann deshalb nicht abgeschoben werden. Geh weiter, wir bleiben stehen.